Mijo Tunjic wird sich mit den schlechten Nachrichten nicht beschäftigen. Er schießt lieber Tore, denn wenn er nicht trifft, gewinnt Haching auch nicht. So war es bisher in dieser Saison. Die Gastgeber von rechts nach links wollen gleich zu Beginn ihr gestiegenes Selbstvertrauen demonstrieren. Und einer brennt lichterloh in den ersten Minuten vor Tatendrang. Roman Tietze. Große Schwierigkeiten hat da Robert Wolnikowski im Tor der Offenbacher. Roman Tietze, das ewige Sorgenkind der Haringer, darf endlich mal wieder von Beginn an spielen. Sein geschundener Körper bereitet ihm zurzeit ausnahmsweise keine Sorgen. Und Haching macht das richtig, hält den Druck gegen den Tabellenführer aufrecht. Freistoß Zillner und Torben Hoffmann. Der Abwehrspieler schon mit 3 Saisontoren. Und wieder kommt er ganz nah dran. Kaum 5 Minuten gespielt und schon schreit sich Marco Kopillas den Frust von der Seele. Sein Trainer Wolfgang Wolf sagte vor dem Spiel, nach 5 Minuten weiß ich, wie das Spiel läuft. Scheint also ein guter Nachmittag für Haching zu werden. Aber der Anfangsschwung ist dann schnell verebbt und der OFC zeigt sich zum ersten Mal. Unsicherheiten in der Hachinger Abwehr. Und da taucht zum ersten Mal einer der Top-Stürmer der dritten Liga auf, Oliver Ocean. 8-mal hat er diese Saison schon getroffen. Und mittlerweile ist der Kanadier auch wieder in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Hier ist aber sein Gegenspieler Torben Hoffmann ganz nah an ihm dran. Auf der anderen Seite die gefährlichen Standards von Robert Zillner. Marc Nygaard verpasst da ganz knapp. Und die Hoffnung auf ein attraktives Spiel ist zumindest die ersten 20 Minuten nicht umsonst gewesen. Hachings Trainer Klaus Augenthaler freut sich über die Fortschritte seines Teams, aber noch wähnt er es nicht da, wo es sein könnte. Mitte der ersten Halbzeit das Spiel dann ausgeglichen und Hachings Bemühungen sind nicht mehr ganz so dynamisch. Vielleicht jetzt über die rechte Seite mit Ricardo Villa. Und von hinten braust Robert Zillner heran. Der war weit weg. Aber es ist gut, dass Zillner wieder voll dabei ist. Seit er mitspielt, hat Haching nicht mehr verloren. Und das mittlerweile seit 5 Spielen. Bloß der Torabschluss noch verbesserungswürdig. Eckstöße schießen kann er dafür besonders gut. Wieder Zillner und wieder Nygaard. Perfekter Kopfball. Und Offenbach muss sich beim Ex-Regensburger Dennis Berger bedanken. Der steht goldrichtig und verhindert so die Hachinger Führung, die mittlerweile mehr als verdient werden. Vom OFC überhaupt nichts zu sehen und Haching spürt jetzt das, was geht. Robert Zillner, immer wieder Robert Zillner, Offenbach schwach in der Defensive. Und das ist doch was für Ricardo Villa. Feiner Pass auf Michael Stegmeier und er weiß, wer heute das Tor will. Nygaard! 1:0 für Unterhaching. Und das hat er sich mit seiner unermüdlichen Arbeit als Brecher verdient. Marc Nygaard mit seinem 3. Saisontor. 6 Wochen hat er warten müssen. Jetzt ist es soweit. Und endlich kommt Freude auf im kalten Sportpark. Und der Trainer ist wie immer außer sich vor Freude. Ausgangspunkt. Der feine Pass von Villa auf Stegmeier. Und der zirkelt seine Flanke perfekt auf den Fuß des Dänen Nygaard. Haching jetzt darauf aus, noch vor der Pause klare Verhältnisse zu schaffen. Wieder Freistoß Zillner. Und da ist Andreas Brüsch, der Innenverteidiger. Tunjic, du meine Güte, der Ball will nicht rein. Nikolas Feldhahn klärt in letzter Sekunde. Was für eine Szene. Brüsch macht das gar nicht schlecht. Bringt den Ball aber nicht aufs Tor. Tunjic spielt den Ball zurück. Aber besser wäre es gewesen, er hätte Tietze aufgelegt. So bleibt es beim 1:0 zur Pause. Und die Prophezeiung von Wolfgang Wolf scheint sich zu bestätigen. Wenn der OFC schläft, schläft er richtig. Und so will er sie nach der Pause wecken mit 2 neuen Leuten. Der Ex-Hachinger Ratgeber und Mirnes Mesic kommen für Hesse und Feldhahn. Und diese Maßnahme zeigt gleich Wirkung. Die Hessen übernehmen das Spiel. Lamprecht, Doppelpass mit Haas. Haching kurz dazwischen, wieder Steffen Haas und da ist schon Thomas Ratgeber. Und der beschwert sich über den Pfiff des Schiedsrichters und das zu Recht. Abseits war das keins. Aber so dramatisch ist es dann auch nicht. Darius Kamper war ja zur Stelle. H
Haching will sich nicht das Spiel von den Füßen nehmen lassen. Via. Die Offenbacher jetzt wesentlich aggressiver. Ocean dazwischen. Und dann führt er mit Dennis Berger hohe Fußballkunst auf. Doppelter Doppelpass. Ocean ist durch. Seit zwei Spielen wartet er auf ein weiteres Tor. Hätte er nochmal auf Berger abgespielt, wäre der Ausgleich wohl nicht mehr zu vermeiden gewesen. Haching jetzt sehr beeindruckt von der Wucht der Hessen, kommt überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Kurz angespielte Ecke und Husterer. Jetzt ist richtig etwas geboten bei diesem Spiel. Und die Offenbacher spielen endlich wie ein Tabellenführer. Chance um Chance, aber noch führt Haching zum Ärger von Markus Husterer. Haching versucht ein bisschen herauszukommen und wird prompt mit einem langen Ball erwischt auf Ratgeber. Aber da ist ja auch noch Torben Hoffmann, der ihn stört. Immer noch Ratgeber. Und Dennis Berger. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Offenbach lässt nicht mehr locker. Das offensive Mittelfeld um Dennis Berger, ja wirklich erste Sahne in der dritten Liga. Und Wolfgang Wolf treibt die Mannschaft nach vorne. Dann Ecke für Offenbach zu Unrecht. Nicht Tietze, sondern ein Hesse spielt den Ball ins Aus. Haas. Haching scheint die Sache ausgeräumt zu haben. Aber dann langer Ball von Christopher Lambrecht. Und darauf freuen sich Ocean und Thomas Ratgeber. Jetzt ist es passiert. Der Ausgleich. Und der Ex-Hachinger Ratgeber verzichtet auf den Torjubel. Trotzdem wird die Genugtuung groß sein beim Stürmer, den Augenthaler nicht mehr wollte. Aufregung aber bei Andreas Brüsch. Der will sich gar nicht mehr abkühlen, bis er die gelbe Karte von Schiedsrichter Jan Seidel sieht. Erst die fälschlich gegebene Ecke und dann soll es auch noch abseits gewesen sein. Wir versuchen das Ganze aufzuklären. Erst die Ecke von Haas, dann der Befreiungskopfball Tunjic. Und bei dem Pass von Lambrecht sowohl Ocean als auch Ratgeber nicht im Abseits. Und dann ist nicht zu klären, ob Ocean den Ball berührt, denn dann wäre Ratgeber im Abseits gewesen. Das Tor zählt und Ratgeber darf sich freuen. Jetzt ist auch Klaus Augenthaler auf Betriebstemperatur. Die negativen Schlagzeilen um den Verein tangieren ihn nicht, aber was auf dem Platz passiert, das beschäftigt ihn. Das Spiel jetzt richtig klasse. Endlich mal wieder Haching. Thorsten Schulz. Setzt sich wunderbar durch. Und die Flanke passt auch. Zillner. Lambrecht noch dazwischen. Beide Mannschaften klappen jetzt die Visiere hoch, wollen den Sieg. Und der Haching versucht, das Spiel zu übernehmen. Aber die Offenbacher stehen jetzt viel besser. Brüsch. Um Himmels Willen. Fehlpass. Hoffmann kommt nicht dran. Wieder Ratgeber. Ratgeber. Es bleibt beim 1:1. Es geht hin und her. Und noch immer eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt wieder die Hachinger, die sich gefangen haben. Marc Nygaard. Roman Tietze. Und er sieht Zillner im Strafraum. Und der kommt an Wolnikowski vorbei. Der Winkel zu spitz. Der Rückpass schlecht. Nicht gut für die Nerven von Klaus Augenthal. 10 Minuten vor Schluss ist der Arbeitstag von Mijo Tunjic beendet, der heute sehr blass blieb. Für ihn kommt Amar Chaibu. Und dann erlahmen doch die Kräfte beider Mannschaften. Ein Punkt ist schließlich auch schon was. Und verdient haben ihn beide nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Nochmal, Leandro Krech. Aber da ist er einfach zu weit weg. Wolnikowski sicher 1:1 der Endstand einer teilweise hochklassigen Drittligapartie. Und so richtig traurig sind die Hachinger nicht. 6 Spiele ungeschlagen, das ist doch was. Wir haben nicht den Glauben gehabt, dass wir gegen Offenbach Rheinsel führen und dass wir das Spiel über die Bühne bringen können. Geschweige denn vielleicht noch selbst Chancen rausarbeiten können, so wie in der ersten Halbzeit. Ich war schon ein paar Mal 12 Punkte Rückstand und dann manchmal schon
3-4 Spieltage vom Schluss waren wir wieder Aufstiegsplätze. Aber ist jetzt egal. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt 6 Spiele nicht verloren. Wir haben uns irgendwie stabilisiert und heute haben wir gegen Spitzenreiter gespielt. Ein Punkt, das ist in Ordnung für uns. Marc Niergaard ist zumindest froh, dass er wieder mal ins Tor schießen konnte. Denn gute Nachrichten kann Haching in dieser Zeit gut gebrauchen.